Kann eine Frau im Krankenhaus verlangen, dass eine notwendige gynäkologische Untersuchung von einer Frau durchgeführt wird, einer Ärztin, und kann sie einen Mann ablehnen? Gestatten, mein Name ist Ziegler, Dr. Hans-Bernd Ziegler, Fachanwalt für Medizinrecht und Patientenanwalt. Zum Recht auf die gleichgeschlechtliche Behandlung wird uns gleich meine Kollegin Frau Czernitsch einen Fall aus unserer Praxis vortragen, den ich dann anschließend lösen werde. Die Patientin begibt sich zur Vorbereitung auf einen Operationstermin in die Uniklinik. Grund für die Operation ist das Auftreten einer Geschlechtskrankheit, welche auf mehrfache Vergewaltigungen der Patientin zurückzuführen ist. Bei der Vorbesprechung ergibt sich, dass eine vaginale Untersuchung notwendig ist. Diese soll direkt vorgenommen werden. Im Behandlungszimmer befinden sich neben der Patientin auch die Oberärztin und der Assistenzarzt. Die Frage der Patientin, ob der Assistenzarzt das Behandlungszimmer verlassen könne, verneint die Oberärztin mit dem Hinweis, sie benötige den Assistenzarzt für die Dokumentation. Dies billigt die Patientin in der Annahme, der Assistenzarzt werde am Schreibtisch sitzen und lediglich die Dokumentation führen. Nach Beginn der Untersuchung stellt sich jedoch der Assistenzarzt in Anwesenheit der Oberärztin zwischen die Beine der Patientin. Aufgrund der Vorgeschichte der Patientin mit sexuellen Übergriffen stellt sich bei ihr Angst und Panik ein. Sie schreit. Dennoch billigte die Oberärztin die Annäherung des Assistenzarztes an die Patientin und im Weiteren auch das unnötige Abhören der entblößten Brust durch den Assistenzarzt. In England und in Frankreich ist diese Materie geregelt. Es besteht ein Anspruch auf einen gleichgeschlechtlichen Behandler. In Deutschland ist das nicht so. Hier gilt zunächst einmal die Vertragsfreiheit. Das heißt, der Patient kann sich den Arzt, insbesondere den niedergelassenen Arzt, aussuchen. Wenn es eine Frau sein soll, geht sie zur Ärztin und wenn es ein Mann sein soll, dann eben zum Arzt. Aber im Krankenhaus ist die Situation eine andere. Hier sind Rechtsprechung und Literatur der Auffassung, dass die Organisationsstruktur, die Kosten und die Verpflichtung, aus- und weiterzubilden, doch auf das Arzt-Patienten-Verhältnis einwirken und der Patient oder die Patientin mit dem Vorlieb leben muss, was angeboten wird und kein eigenes Recht hat. Notfalls kann wegen der Vertragsfreiheit auch vom Krankenhaus der Vertrag einfach abgelehnt werden. Es besteht insoweit auch Abschlussfreiheit und der Patient oder die Patientin wird dann weggeschickt. Wie ist der Ausgangsfall zu lösen, wenn die Patientin nicht weggeschickt worden ist? Besteht ein Anspruch? Hier soll zunächst ein Blick auf § 81 StPO weiterhelfen, der lautet 81d StPO. Absatz 1. Kann die körperliche Untersuchung das Schamgefühl verletzen, so wird sie von einer Person gleichen Geschlechts oder von einer Ärztin oder einem Arzt vorgenommen. Bei berechtigtem Interesse soll dem Wunsch, die Untersuchung einer Person oder einem Arzt bestimmten Geschlechts zu übertragen, entsprochen werden. Das Krankenhaus ist kein Gefängnis, aber die Auslegung des Behandlungsvertrages spricht jedoch dafür, dass ein Anspruch besteht. § 81 StPO ist bei der Auslegung zu berücksichtigen und auch die amtlichen Motive zum Patientenrechtegesetz, das 2013 in Kraft getreten ist. In diesen Motiven heißt es: Eine Behandlung darf nur mit dem Willen des Patienten geschehen. Der Patient darf nicht Objekt der Behandlung sein, sondern muss als eigenverantwortliches Subjekt über die Durchführung der Behandlung entscheiden können. Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten gebietet, diesem als Subjekt der Behandlung die Wahl zwischen mehreren in Betracht kommenden Alternativen zu überlassen. Das Arzt-Patienten-Verhältnis ist darüber hinaus nicht ein paternalistisches, sondern ein Verhältnis auf Augenhöhe. Auch das muss sich auf die Auslegung des Vertrages auswirken, sodass man letztlich davon ausgehen muss, dass tatsächlich ein Anspruch auf eine gleichgeschlechtliche Behandlung besteht. Das ist auch kein stumpfes Schwert, wenn die Klinik dann die Behandlung auf den entsprechenden Wunsch der Patientin ablehnt, dann kann es zu Verzögerungen kommen, wenn man sich ein neues Krankenhaus suchen muss und dann entstehen gegebenenfalls sogar Schmerzensgeld- und Schadensersatzansprüche. Das war's zur gleichgeschlechtlichen Behandlung. Ich bedanke mich, dass Sie mir zugehört haben.
empfehle Ihnen, diesen Kanal zu abonnieren und bedanke mich auch bei meiner Kollegin Frau Czernicz.